Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel, mit der Bonus-Episode in der dunklen Zukunft. Wir haben schon vieles erlebt. Reptane hat sich mit Zirphins für die Zeit verbündet, weil Meister Dialga anscheinend einen neuen Gehilfen gefunden hat, der in die Vergangenheit geschickt wird, um, ja, dafür zu sorgen, dass die Geschichte nicht verändert wird. Und jetzt sind wir hier auf der Frostinsel, wo wir vermuten, dass Celebi zusammen mit Dialga hier irgendwo sein soll. Denn Celebi scheint im Moment der einzige Schlüssel zu sein, um in die Vergangenheit zu kommen. Fortfahren? Natürlich. Dunkeleisberg. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Diese frostige Landschaft. Allein wenn ich mir das hier schon angucke und anhöre. Diese Musik, die passt ja wieder perfekt. Ich weiß nicht, welches Instrument das ist. Welches Instrument das ist, das hier jedes Mal erklingt. Aber es hört sich halt wirklich so frostig an, so eisig. Wenn einer von euch wüsste, welches Instrument das ist, das würde mir sehr helfen. Weil es hört sich einfach nur geil an. Ich weiß nicht, ob das... Ist das eine Triangel? Ich bin mir echt nicht sicher, ob das eine Triangel ist. So, frostige Gegenden. Boah, nee, also ich meine, wir haben ja noch Winter und das finde ich ja schon schrecklich genug. Ich mag den Winter einfach nicht. Der ist mir viel zu kalt. Auch wenn diese ganzen Insekten dabei draufgehen, die ich nicht mag. Aber ich hasse es einfach nur, wenn es kalt ist. Es muss warm sein, aber auch nicht zu warm. Es muss einfach nur gemütlich sein. Ich meine... So warme Temperaturen mit ein kleines Windchen. So ein kleiner Zug, kalter Zug. Dann finde ich das ganz in Ordnung. Aber nee, das hier ist mir viel zu kalt. Da würde ich ja erfrieren. Das ist ja schrecklich. Das Problem ist ja, auf Winter kann sich der Mensch eigentlich komplett einstellen. Ich meine, wenn es kalt ist, dann kannst du dich halt so weit anziehen wie eine Zwiebel, bis du endlich warm hast. Wenn es heiß ist, dann hast du ein Problem. Ich meine, du kannst nur bis zu einem begrenzten Grad dich ausziehen. Danach ist es vorbei. Und wenn du dann nicht kalt genug hast, dann ja, dann war's das. Das ist ein kleiner Nachteil, aber... Ich muss sagen, nee, da habe ich es doch lieber ein bisschen wärmer als hier kalt. Und, Zwirphins, könntest du bitte aufhören, deine Kraftbänder zu verlieren? Du hast im letzten Part schon ein Kraftband verloren. Nochmal mache ich den Scheiß aber nicht. Vielleicht verrät er uns doch. Vielleicht will er einfach nur unsere Kraftbänder verlieren und wegschmeißen. Ist Zwirphins also doch ein Verräter? Will er unsere Kraftbänder rauben? Wir wissen es nicht. Ich weiß nur, dass Metang mir gerade hier auf den Senkel geht. Geh weg. Sag mal, haben die alle hier nichts Besseres zu tun? Ich meine ja nur, ich meine... Wir gehen hier schön durch diese frostige Landschaft. Und... Oh, ein Belebersamen, cool. Und diese Pokémon meinen nichts anderes zu tun, als hier uns zu nerven. Ich meine, was soll das? Haben die alle keine Hobbys? Die müssen keine Hobbys haben, denn wer ist denn schon freiwillig hier? Dunkeleisberg, na toll. Können die sie... Ja, mir kommt gerade so ein Gedanke, warum bekämpfen sich die Pokémon hier gegenseitig nicht? Ich meine ja nur, wenn die schon hier rumlaufen und andere Pokémon einfach angreifen, warum bekämpfen die sich nicht einfach gegenseitig? Dann hätten wir hier freie Bahn. Aber nee. Wahrscheinlich haben die so ein Bündnis nach dem Motto, sobald ein Fremder kommt, so wie Benny, dann kloppen wir den einfach. Ja, das macht Sinn. So asozial schätze ich die Pokémon hier. Oh Gott, es ist so kalt. Ich will hier weg. Ich meine, Zwirphins kann es ja egal sein. Der ist ein Geist. Also, der spielt ja überhaupt nichts. Aber Reptane, ich meine, der Pflanzen-Pokémon, ich meine, Pflanzen mögen die Kälte ja jetzt auch nicht so unbedingt. Oh Gott, zwei Panzer-Aeron. Jetzt kill den aber. Zwirphins, hör auf, Scheiße zu machen. Wenn du stirbst, Zwirphins, dann werde ich ganz böse. Meine Fresse. Das gibt's doch gar nicht. Dass uns zwei Panzer-Aerons schon so zusetzen. Wie wollen wir dann gegen Dialga bestehen? Andererseits habe ich es mit Benny und Caleb geschafft. Und die waren, was weiß ich, viel geringeres Level. Oh mein Gott, so vieles gibt's noch zu tun. Und es gibt so viel zu laufen.
Mann, ich will mehr Story. Ich will nicht frieren, ich will lesen. Ich will synchronisieren. Dunkeleisberg, Etage 6. Oh mein Gott, wie weit geht das? Ich brauche irgendeinen Scanner. Ich will wissen, wo die Treppen sind, und zwar direkt. Ich muss mir Reinsamen mal aufsammeln hier. Da kann ich so einen kompletten großen Dungeon einmal durchgehen. Ah, ich überlegte gerade, ob ich die Nullinsel damit machen will. Aber das geht gar nicht, weil bei der Nullinsel verliert man alle Items. Schade, schade. Ansonsten hätte man sich hier so 100 Reinsamen sammeln können. Und dann einmal quer durch die Nullinsel, ohne irgendwas Gescheites zu tun. Das wäre mal genial gewesen. Aber nein. Da haben sie natürlich irgendeinen scheiß Backup-Plan. Wow! Und Reptan ist mal kurz Karussell gefahren. Ja, das kennt ihr ja. Wenn man ganz schön flott Karussell fährt, dann wird man ein bisschen schwindelig. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann sein Mittagessen wieder sieht. Ich glaube, so kann man das nett umschreiben. Ach Gott, immer weiter, immer weiter. Warum, warum, warum? Was fällt denn mir hier noch so ein? Ich meine, ja, es ist dunkel und so, klar, ist die Zukunft. Da steht alles still. Och, und was willst du denn? Ein Zwirrlicht, wie nett. Wollen wir nochmal Karussell fahren? Ne, Reptan sieht nicht so aus, als wolle er das. Mann, es wirft ins Fett. Ich meine, guckt ihn euch an, er ist fett. Ein richtiger Fettwanz. Wahrscheinlich sind dem die Beine irgendwie so abgefallen. Die sind zusammengebrochen unter seinem Gewicht. Und seitdem hat er halt keine Beine mehr. Ja, das muss es irgendwie sein. Und da ist Geld. Ich hätte vor dem Panzer Eron fliehen können. Aber nee, da liegt Geld. Das Geld will ich ja schon haben. Geld ist wichtig. Wow! Oh! Was war das denn? Das war ja ein Crash-Test hier. Einmal nach dem Motto quer durch die Map. Sauber gemacht. Und och nee, komm, mach den Tod. Danke. Och Gott, du. Geh weg. Los. Weiche, Dämon, weiche. The power of Christ compels you. So, da ist die weitere Treppe. E9. Hoffentlich ist die nächste Etage bald der Ausgang. Aua. Aua. Zwölfens, tu was. Danke. Äpfel. Ja, warum liegen hier Äpfel? Die müssten doch schon längst vergammelt sein. Oder wirkt die Zeitsperrung hier auch? Also Äpfel hält ewig. Lecker. Der Magen knurrt. Dann hier, nimm diesen vergammelten Apfel, den wir gefunden haben und der wahrscheinlich auch schon jahrelang hier rumliegt. Andererseits können es nicht jahrelang sein, weil die Zeit nicht mehr weiterläuft. Und nein, diese Diskussion will ich nicht nochmal anfangen. Da kriege ich Kopfweh, wenn ich darüber nachdenke. Über Zeit und Raum und was hier und was da und... Zwölfens interessiert das überhaupt nicht. Der killt einfach Pokémon währenddessen. 10. Etage, oh mein Gott. Wie soll man das aushalten? Oh, das Geld. Das ist schon mal eine gute Entschädigung. Wie viel haben wir denn schon gesammelt? 5.500. Huhu. Damit kann man sich aber schon einiges kaufen. Och nein. Komm, Panzer Eron, auf dich haben wir keinen Bock. Naja. Zwölfens auch nicht direkt. Och, ein... Kann nicht eingesetzt werden. Habe ich nicht mehr. Ja, super. Dann setze ich halt Schaufel ein. Ups. Haha. Oh, nimmt keinen Schaden. Och, bin ich denn total behindert? Boden hat ja keine Wirkung auf Geist. Ach, bin ich denn behindert? Danke, dass du erst jetzt Schattenstoß einsetzt, Würfins. Hast wohl gehofft, dass ich irgendwie sterbe oder sowas. Ja. Weiß ich doch. Ich kenne dich. Pokémon-Falle wurde aktiviert, aber nichts geschieht. Ja, super Falle. Hat seinen Sinn erfüllt. Ach, guck dir diese Wollebroppen ab an. Tot. Danke. Och nein, ein Zwischenpunkt. Ich glaub's nicht. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Bald werden wir wohl den Gipfel erreichen.
Ja, wie dem auch sei. Ich habe keine Ahnung, was vor uns liegt. Sei wachsam. Ja, das bin ich doch immer. Deswegen speichere ich jetzt auch. Bom, 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 bom. Und setze vorsichtshalber mal Raum Safe State. So. Einfach mach so, damit wir schneller laden können. Dunkel-Eisberg-Gipfel. Also der sollte ja dann nicht mehr so groß sein. Ich schätze... Ja, lass uns mal hier so ein bisschen schätzen. Ich schätze mal fünf. Fünf Ebenen hat der Gipfel. Es sei denn, die sind assig und machen nochmal 10 draus. Nee, ich glaube, das machen sie nicht. Wenn doch, dann werde ich sauer. Ach komm, 12 ins... Lass die schlafenden Pokémon in Ruhe. Ich meine, Schlaf ist schön. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich penne ja doch ziemlich gerne. Einfach mal so im Bett liegen, nichts tun. Einfach chillen und schlafen. Und stirbst du mal, so. Schlafen ist was Feines. Außer Albträume. Und was ist das? Die Attacke Schaufler ist versiegelt. Ja, Glückwunsch. Die interessiert mich nicht. Schöne Träume, ja. Obwohl ich immer öfters mal traumlose Nächte habe. Obwohl ich nicht weiß, ob die traumlos sind oder ob ich mich nur nicht dran erinnern kann. Also ich kann mich schon lange nicht mal an einen Traum erinnern. Vielleicht schlafe ich viel zu tief. Monsterraum! What the fuck? Das ist ja lange her, dass wir einen hatten. Versetzt Gegner in Angst. Teleportiert das Ziel. Versetzt Gegner in Angst. Ja, versetzen wir mal in Angst. Sie haben alle Angst. Los! Lauft euer Leben! Lauft! Rennt! Hier kommt Johnny! Ich töte euch alle! Lauft! Rennt um euer Leben! Rennt! Oh, Mann, ich bin genial. Und Finsterfaust verliert alle AP. Wie viele Fallen sind denn hier, bitteschön? Sind wir bei Minesweeper oder was? Ja, mir ist klar! Weg hier! Ja, und wir haben den Gipfel erreicht. Geil! Jetzt brauche ich aber erstmal hier einen Chillpunkt. Wir werden dann im nächsten Part weitermachen. Bis dahin!